Ihr habt euch einen Livestream beziehungsweise mehr Livestreams gewünscht und da gehe ich natürlich extrem gerne drauf ein. Heute haben wir einen ganz besonderen Livestream zusammen mit Klaus Botter und einem Teil seines Teams. Es wird um Botter-Uhren gehen, aber es wird auch um sehr viele Funktionen der Botter-Uhren gehen, die bislang vielleicht nicht jedem bekannt waren. Ich würde gerne das Wort jetzt an Sie übergeben, dass Sie vielleicht kurz Ihr Team vorstellen und dann würde ich sagen, was wir an Ideen für diesen Stream hatten. Und selbstverständlich sind auch jederzeit Fragen willkommen. Jeder kann wirklich gerne Fragen stellen. Und dann gehen wir da auch sehr gerne drauf ein. Sie haben uns schon anmoderiert. Vielleicht noch mal ganz kurz eine Vorstellung von uns. Zu meiner Linken sitzt die Maja Weileder. Maja ist zuständig für Marketing und Kundenkontakt. Und zu meiner Rechten der Holger Driehaus, ebenfalls Marketing, Kundenkontakt. Super, wunderbar. Wir hatten uns vorher schon unterhalten und hatten ein paar Themenbereiche uns überlegt. Zum einen natürlich auch, weil es mich interessiert, neue Uhren beziehungsweise Uhren, die noch nicht so lange im Portfolio sind, aber auch einige Fragen, die aus der Zuschauerschaft kamen, die ich von Stammtischen, anderen Diskussionen kenne, zum Beispiel hinsichtlich der Wasserdichtigkeit, der Größe, Zusatzfunktionen und ähnliche Geschichten. Ich denke, am markantesten ist für Botter-Uhren aus meiner Sicht die Formensprache, denn die ist in meinen Augen etwas ganz Besonderes und wirkt sich auch unmittelbar auf die Tragbarkeit und auf das Tragegefühl am Handgelenk aus. Ich würde vorschlagen, dass wir damit vielleicht anfangen. Oder möchten Sie lieber zuerst auf die neuen Uhren eingehen? Ich bin auf beides sehr neugierig und überlasse Ihnen da die freie Hand, womit Sie gerne starten möchten. Okay, ja, vielen Dank. Ich sage vielleicht erstmal ein bisschen was über unsere Firma. Also wir sind, wie die meisten ja sicher wissen, keine normale durchschnittliche Uhrenfirma, sondern wir sind mehr die Spezialisten für die besonderen Uhren. Wir machen außergewöhnliche Uhren. Wir machen sehr moderne, sehr zeitgemäße Uhren, allerdings auch mit einem sehr hohen Qualitätsanspruch. Also wir verbinden modernes Design, moderne Technik mit zeitgemäßem Design und höchster Qualität. Das ist unser Anspruch. Und wir versuchen ganz bewusst, die Zeit auch ein bisschen anders zu interpretieren, als es vielleicht normal üblich ist. Wir hinterfragen bestimmte Zeitdarstellungen. Und da gibt es ein ganz besonders gutes Beispiel, das ist unser Modell Uno 24. Die ist sogar in doppelter Weise außergewöhnlich. Sie ist nämlich eine Einzeigeruhr und sie ist eine 24-Stunden-Uhr. Beides sehr außergewöhnliche Charakteristika. Holger, kannst du gerade mal, das ist eine ganz neue Uhr, eine Uno 24, allerdings in der kleineren Größe, nämlich in der Größe 40 mm. Ich kann das Prinzip ganz grob erklären. Die Uhr ist tatsächlich aufgebaut wie ein Tag, das heißt, sie hat 24 Stunden. Unser Erdentag hat auch 24 Stunden. Wir erleben den Tag typischerweise in der Taghälfte und in der Nachthälfte. Entsprechend ist die Uhr auch in der dunklen Hälfte, das ist die Nachthälfte, aufgebaut. Und die obere Hälfte stellt die Taghälfte dar. Und der Zeiger bewegt sich exakt mit der gleichen Geschwindigkeit, mit der sich die Erde dreht. Das heißt, es entspricht auch in unserer Wahrnehmung genau der Geschwindigkeit der Sonne. Also genau genommen symbolisiert der Zeiger den Lauf der Sonne. Das fängt unten an bei 0 Uhr. Also wenn die Sonne genau unter uns steht, dann haben wir 0 Uhr nachts. Dann steigt die Sonne langsam zum Horizont. Jetzt auch aktuell um 6 Uhr etwa geht sie über den Horizont. Sonnenaufgang steigt langsam bis zum Zenit. Senkt sich wieder ab Richtung 18 Uhr, geht wieder runter in die Nachthälfte und beim Überschreiten des kleinen weißen Striches über dem Datum springt dann auch das Datum und zeigt im Datumsfenster den neuen Tag an. Das ist das Prinzip der Uno 24, entspricht genau dem Tagesverlauf, also diesem System Erde-Sonne, 1:1 analog mit einem Zeiger. Der eine Zeiger macht es übersichtlicher, so von der Sofortwahrnehmung. Er macht es natürlich auch in Abwesenheit des Minutenzeigers etwas ungenauer. Das heißt, die Uhr, wo wir jetzt das schöne Werk sehen, ist auf der
Anzeigeseite hat die eine Einteilung von 10 Minuten. Das heißt, ein Strich bedeutet 10 Minuten. Im Prinzip ist es ganz normal ein Stundenzeiger wie bei einer normalen Uhr. Wir haben jetzt auf der Anzeige 17.10 Uhr und ein bisschen was. Und das entspricht auch der Anzeigelogik der Uhr. Also die hat nicht den Anspruch, auf die Minute genau ablesbar zu sein, sondern sie arbeitet mehr in so einer entschleunigten menschlichen Dimension, dass man sagt, das ist kurz nach 17 Uhr, das ist kurz nach 10 nach 17 Uhr. Das reicht in der Regel für die normale Zeitanzeige vollkommen aus. Ja, das ist das Anzeigeprinzip der UNO 24. Das Neue an der neuen UNO 24 ist die Größe. Sie ist jetzt nämlich auch in 40 mm erhältlich. Sie hat darf ich mal ganz kurz rein? Große 45er-Variante. Sie hat ein ETA 2893 als Antrieb. Sie hat doppelt gewölbtes Saphirglas. Darf ich noch mal ganz kurz reingehen? Und auch im Boden ist ein Saphirglas. Also alles in der erstklassigen Ausstattung. Auch bei den Bändern verwenden wir wirklich absolute Top-Bänder, sowohl im Metall- als auch im Lederbereich. Kann ich Ihnen später gerne noch mal zeigen. Aber das so ein paar Gedanken zu unserer Marke und zu unserem ganz typischen Modell UNO 24. Vielen Dank dafür. Diese Anzeigeart finde ich richtig, richtig klasse, weil sie einfach super intuitiv ist. Und ich kann bestätigen, mit ein bisschen Übung und einer neuen Lesebrille kann ich auf der Uhr die Zeit auch auf 2 Minuten genau ablesen. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ohne Lesebrille bin ich da doch eher im Schätz- als im Ablesebereich, weil man muss schon etwas genauer hingucken als bei einer Zweizeigeruhr. Die Uhren sind definitiv außergewöhnlich und ich glaube auch nicht, dass sie für jedermann etwas sind, aber ich gehe auch fest davon aus, sie haben einen ganz speziellen Käufer, einen ganz speziellen Typus im Kopf gehabt, als sie sich für dieses Design entschieden haben. Wer ist denn Ihr idealtypischer Kunde oder an wen richten Sie sich mit diesen Uhren? Also unsere typischen Kunden sind Kunden, die das Ungewöhnliche schätzen. Typisch ist auch für unsere Kunden, dass sie nicht nur unsere Uhren haben, sondern auch noch ein paar andere Uhren. Aber dass sie Uhren schätzen, die eben einfach mal anders sind, einen anderen Umgang mit der Zeit haben. Viele Leute schätzen auch zum Beispiel diese Zeitdarstellung von 24 Stunden, dass man eben auch schon sieht, wie viel vom Tag ist jetzt schon vorbei. Das kann man da sehr schön ablesen, weil der ganze Tag auf dem Zifferblatt angezeigt wird. Und was mir auch Kunden immer wieder bestätigen und was ich selbst aus eigener Erfahrung wirklich bestätigen kann, die Uhren vermitteln auch Ruhe. Dadurch, dass kein Sekundenzeiger tickt, dadurch, dass man keine Bewegung sieht, sondern ähnlich wie bei der Sonne, sieht man auch so eine statische Zeitanzeige. Also ich sehe, es ist kurz nach 5 oder kurz nach 6 oder es ist 6:30 etwa. Es vermittelt einfach eine gewisse Ruhe, ähnlich so einer natürlichen Zeitwahrnehmung. Also die Uhren sind sicher jetzt nicht für Leute, die Wert auf die letzte Sekunde legen, alles minutengenau machen müssen, sondern eher für Leute oder Situationen, in denen es ein bisschen entspannter zugehen soll, in denen man sich auch etwas Ruhe und Gelassenheit und Übersicht wünscht. Ja, ansonsten, denke ich, kennzeichnet unsere Kundschaft auch einen Qualitätsanspruch, weil unsere Uhren, behaupte ich jetzt mal, sind von der Qualitätsseite, also was Materialien und Verarbeitung anbelangt, ganz, ganz oben angesiedelt, können es aus meiner Sicht durchaus mit Schweizer Nobelmarken aufnehmen. Nur im Unterschied zu den Schweizer Marken, die oft so ein bisschen in die Vergangenheit gerichtet sind, spiegeln wir eigentlich so modernes, zeitgemäßes Design wieder. Ich würde es auch nicht sagen, das eine ist richtig oder das andere ist falsch, sondern wir bieten einfach die moderne Interpretation von Armbanduhr, bezogen auf die moderne Zeit, aber das Ganze durchzogen von einer absoluten Logik. Also ich hoffe, dass das rüberkam. Unsere Uhren sind nicht zufällig so, wie sie aussehen, sondern die haben direkten Bezug zur Natur, zum normalen Zeitablauf, also auch so eine astronomische Dimension. Wo Sie jetzt gerade die 3 Uhren haben, ich kann mich nicht erinnern, die helle mit den roten Indizes gesehen zu haben. Die wirkt auf mich auch so ein ganz kleines bisschen
von der Farbgestaltung, wie ein bisschen Retro-Charme. Aber mein persönlicher Favorit, wenn ich das sagen darf, ist die grüne. Könnten Sie die freundlicherweise noch mal was näher an die Kamera halten, weil die finde ich einfach richtig bärenstark. Ja, also Sie sehen auch, also ehrlich gesagt ist es auch mein Favorit zusammen mit der Orangen, muss ich ehrlich sagen. Die gefallen mir auch beide super gut. Wir achten halt auch bei dem Einsatz von Farbe immer darauf, dass die Farbe nicht plakativ im Vordergrund steht, sondern wirklich als sinnvolle Akzentfarbe eingesetzt wird. Also wir setzen sie ein im Zentrum, um der Uhr quasi ein Zentrum, einen Mittelpunkt zu geben. Und für die Quadranten, die so eine Grobeinteilung der Zeit in eben vier Unterabschnitte ergeben. Und ich Ja. finde, da stimmt auch das Farbgewicht ganz gut. Die Uhr wirkt jetzt nicht bunt, aber sie wirkt auch nicht fad, monochrom, langweilig, sondern das verleiht der Uhr in dem entsprechenden Farbgewicht auch, finde ich, eine Note Außergewöhnlichkeit nochmal zusätzlich. Ja, und ich glaube hier, Ihr Ansatz wird auch von den Zuschauern sehr genau erkannt. Modernes Bauhaus. Ich finde, das trifft es wirklich genau auf den Punkt. Ja, nee, das ist sehr gut erkannt, weil wir sehen uns wirklich so in der Tradition von Bauhaus. Ich habe ja damals an der HfG Offenbach studiert. Die HfG Offenbach ist die Nachfolgeinstitution von der Ulmer Designschule und die Ulmer Designschule ist im Prinzip die Nachfolgeinstitution von Bauhaus. Also von daher gibt es wirklich eine direkte Linie. Und ich habe sogar noch bei einer Professorin gelebt, deren Mann am Bauhaus mitgearbeitet hat. Wow. Also von daher ist bei uns an der Hochschule Bauhaus wirklich ein ganz großes Thema gewesen. Aber Bauhaus, muss ich auch dazu sagen, wird oft fehlinterpretiert, indem man immer sagt, die Uhren müssen so aussehen wie damals vor 100 Jahren. Das Prinzip des Bauhauses war, dass die Produkte genau in die Zeit passen. Also dass sie eine logische Struktur haben, aber genau den Zug der Zeit widerspiegeln. Und genau das machen wir eigentlich mit unseren Uhren. Die Uhren sind absolut zeitgemäß, sehen modern aus, aber haben trotzdem diesen sehr anwenderfreundlichen Funktionalismus. Und ich weiß jetzt nicht, ob der Peter Kraus Ihr typischer Zielkunde ist, aber ich glaube, Sie haben zumindest einen treuen oder einen neuen Freund Ihrer Marke gewonnen. Ist ein großes Kompliment. Vielen Dank. Also ich muss sagen, ich schätze die Marke Rolex auch wegen ihrer Technik. Die sind wirklich im Markt ganz entscheidend bei der Entwicklung von neuen Technologien. Ganz klar, da sind die wirklich top. Wir versuchen halt im Bereich Design Maßstäbe zu setzen, um modernes Design zu bringen. Aber vielen Dank für dieses Kompliment. Der Stundenzeiger folgt dem Lauf der Sonne. Jetzt weiß ich, der Sonnenstand zeigt mir ja, wenn ich es richtig mache, auch die Himmelsrichtung an. Und ich meine auch schon mal gelesen zu haben, dass man mit einer Uhr eine Kompassfunktion imitieren kann. Müsste doch hiermit deutlich einfacher gehen. Ist absolut richtig, ja, genau. Also ich hatte ja das Glück, früher mal bei den Pfadfindern zu sein und da haben wir auch gelernt, uns zu orientieren mit einer Armbanduhr. Und da hieß es immer, man muss den Stundenzeiger auf die Sonne ausrichten und den Winkel zwischen 12 und Stundenzeiger halbieren und dann zeigt die Uhr nach Süden. Bei einer normalen 12-Stunden-Uhr muss man so einen kleinen Kunstgriff vornehmen. Das heißt, man muss den Winkel zwischen der Stundenanzeige und der 12 halbieren und kriegt dann die Südrichtung angezeigt, zumindest auf der nördlichen Erdhalbkugel. Bei einer 24-Stunden-Uhr ist es nochmal einen Schritt einfacher. Ich kann nämlich den Stundenzeiger auf die Sonne ausrichten und die 12 zeigt dann exakt nach Süden und zwar ganz genau. Man muss dazu sagen, jetzt haben wir Sommerzeit, dann würde die 13 auf die nach Süden zeigen, weil wir ja eine Stunde voraus sind. Aber vom Prinzip, durch diese Sonnensynchronität zeigt, wenn der Zeiger auf die Sonne zeigt, die 12 immer auf Süden. Und das hört sich jetzt ein bisschen akademisch und künstlich an, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich benutze es wirklich selbst ganz gern beim Wandern. Wenn ich zu faul bin, immer einen Kompass oder das iPhone rauszuholen mit Kompassfunktion. Wenn die Wanderwege mal so ein paar Kurven rumgehen, dann richte ich die Uhr nach der Sonne aus und dann weiß ich, okay, Süden ist da drüben, dann weiß ich wieder, wo ich ungefähr stehe in der Karte, weil die Uhr hat man ja ständig am Arm. Also ist für mich auch eine sehr praktische Version, die
Himmelsrichtung zu bestimmen. Wir haben das hier mal dargestellt an der Grafik, also der Zeiger zeigt genau in Richtung Sonne. Geht übrigens auch super, wenn die Sonne wirklich scheint, dann wirft nämlich dieser haarfeine Stundenzeiger einen Schatten. Und der Schatten, wenn der genau unter dem Stundenzeiger ist, also dass man quasi den Schatten nicht sieht, dann ist man ganz genau auf die Sonne ausgerichtet. Das geht super einfach. Und dann schaut der die 12 Stunden, beziehungsweise ja genau die 12 Stunden schauen dann ganz genau nach Süden. Also ein sehr genauer Kompass, den man da noch mit an der Hand hat. Hier unter der Geschichtslinie liegt im Prinzip jetzt auch der Stundenzeiger oder der Zeiger. Es ist ja der Einzeigeruhr. Genau, richtig. Und dann würde diese Baumgruppe hier hinten im Prinzip ziemlich genau im Süden sein. Ja, genau. Also genau genommen muss man quasi das Lot fällen, so hieß es früher, von der Sonne bis zum Horizont und dann die Linie von diesem Punkt mit dem Zeiger verbinden und dann ergibt sich eben diese Nord-Süd-Richtung. Ich hatte ja gesagt, wir können viel planen, aber manchmal kommen Fragen rein und ich finde, das ist auch eine ganz interessante Frage, weil sie gerade dazu passt. Eine Einzeigeruhr mit 2 Zeigern für 2 Zeitzonen. Ich denke, ich habe die Frage so richtig verstanden, weil wir gerade bei einer Einzeigeruhr sind. Und dann einen zweiten Zeiger bei einer 24-Stunden-Uhr wäre das natürlich für Reisende ein Geschenk, weil sie wirklich auf den ersten Blick 2 Zeiten haben und direkt sehen, ob man in der Tag- oder Nachthälfte ist. Auch eine sehr gute Frage. Also ich spalte das mal in 2 Richtungen. Das eine ist, genau diese Uhr gab es schon mal bei uns, die hieß Duo. Es war eine 2-Zeitzonen-Uhr mit 2 Einzeigern. Und zwar einer 12-Stunden-Skala und einer 24-Stunden-Skala. Und man konnte das jetzt so einstellen, dass die 12 Stunden die hiesige Zeit anzeigen und die 24 Stunden quasi die zweite Zeitzone. Also diese Uhr gab es bei uns und ich kann vielleicht schon verraten, wir sind auch am Überlegen, ob wir die jetzt demnächst wieder auflegen. Also von daher ist diese Frage schon ein bisschen visionär. Also kann durchaus passieren, dass sowas demnächst wieder kommt. Es gibt jetzt schon eine Uhr, die in diese Richtung geht, und zwar ist es das Modell Mondo. Der Holger Driehaus zeigt sie auch schon gerade. Das ist eine 12-Stunden-Uhr, und zwar der weiße Bereich zeigt den 12-Stunden-Bereich an. Und dann sehen Sie auch noch so einen kleinen untergeordneten gelben Zeiger. Der gelbe Zeiger zeigt die zweite Zeitzone an. Also bei der Mondo haben wir schon den Effekt, dass wir mit einem Zeiger, einem 24-Stunden-Zeiger, die zweite Zeitzone anzeigen. Und das Ganze ist dann noch eben überlagert von einer 12-Stunden-Uhr. In dem Fall, ich sag mal, mit 2,5 Zeigern, weil wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie, der Sekundenzeiger sieht ein bisschen merkwürdig aus. Das ist ein sogenannter C-Zeiger. Das ist auch eine Entwicklung von uns. Also wir haben bewusst den Zeiger weggelassen und haben uns auf eine Lücke fokussiert. Das heißt, die Sekunde wird nicht durch einen Zeiger, sondern sie wird durch eine Lücke in diesem Kreis in der Mitte angezeigt. Das hat 2 Vorteile. Erstens haben wir der Uhr die Nervosität abgewöhnt. Also man sieht die Bewegung sehr langsam. Sie wirkt sehr ruhig. Und zum Zweiten tritt auch keine Konkurrenz mit den anderen 3 Zeigern auf. Also ein doppeltes Feature, was diesen C-Zeiger eben ganz besonders macht. Das ist auch ein geschütztes Feature von uns. Das gibt es nur bei Otter. Also ich kenne andere Marken, die haben einen Punkt, aber diesen offenen Kreis, also dieses C, kenne ich in der Tat nur von Ihnen. Und natürlich kannte ich die Mondo, aber ich muss gestehen, mir ist wirklich nie aufgefallen, dass hier eine 12- und 24-Stunden-Anzeige kombiniert ist. Liegt vielleicht auch daran, weil der 24-Stunden-Anzeiger so dezent ist, dass man ihn nur sieht, wenn man ihn braucht und danach sucht. Denn es ist ja nur die Spitze eingefärbt, der Rest passt sich gut ins Ziffernblatt ein und die weiße Zeitanzeige dominiert zumindest für meinen Geschmack. Absolut, ja, genau so ist es. Das finde ich jetzt auch gut. Vielleicht eröffnet das eine neue Vermarktungsidee Ihrer Uhren. Genau. Nein, wirklich,
wirklich klasse. Also, und ich weiß, wenn Sie eine doppelte Einzeigeruhr auf den Markt bringen, ich kenne mindestens einen, der daran auch schon lange wartet und auch schon mehrfach gesucht hat, hier unter Tapir SC geschrieben hat. Wir haben da schon ein paar Mal drüber geredet und er sagt, das wäre eine Uhr, die mich wirklich richtig reizen könnte. Okay, gut. Wir merken ihn vor. Eine Frage haben wir schon vorweggenommen. Okay. Bezüglich eines Sekundenzeigers. Um das klarzustellen, Sie haben aber auch Uhren mit klassischem Sekundenzeiger oder haben Sie in Anführungsstrichen nur den C-Zeiger? Das weiß ich jetzt auswendig nicht. Also wir haben tatsächlich Uhren, die haben noch einen klassischen Zeiger, zum Beispiel die Tress, wobei wir mehr oder weniger schon umstellen in Richtung C-Zeiger. Wir können gerade mal ein Modell zeigen. Ich weiß nicht, haben wir eine Tress mit, die Automatik hat einen klassischen Zeiger, ja genau. Also hier sieht man, dass Botter auch normale, in Anführungszeichen, Dreizeigeruhren macht. Ganz konventionell, Stunde, Minute, 12 Stunden, eben mit dieser schönen kleinen Taktung von dem Sekundenzeiger, aber eben alles in einer sehr funktionalistischen Art, also sehr reduziert, sehr elegant, aufs Wesentliche reduziert. Und Sie sehen auch, auf den ersten Blick sieht man nur die Striche, auf den zweiten Blick und je nach Lichteinfall sieht man dann auch noch die Zahlen. Das macht die Uhr ganz interessant, je nachdem, wie man sie bewegt, sieht man diese Zahlen mal mehr, mal weniger. Also alles sehr, sehr dezent. Und die Tress ist eine, sage ich mal, relativ normale Uhr, aber eben auch so im Sinne von Bauhaus. Also die entspricht vielleicht am ehesten auch so dieser Bauhausklarheit im Bereich von 12-Stunden-Uhr. Die Zahlen, das Ziffernblatt ist gedruckt, aber gerade beim Drehen sah es für mich so aus, als wäre der Druck leicht erhaben und nicht plan. Zumindest habe ich auf den Zahlen, meinte ich, Reflexionen gesehen zu haben, die man mit dem planen Druck nicht sieht. Ja, das ist richtig. Das ist ein ganz spezieller Druck. Der ist tatsächlich dreidimensional. Also der hat eine gewisse räumliche Ausdehnung. Die Zahlen sind leicht gewölbt und dadurch sieht man auch so einen leichten Glanzeffekt. Das Zifferblatt hat auch so eine Perlierung. Also das kommt jetzt in dem Video vielleicht nicht so richtig gut rüber. Aber das Zifferblatt hat so eine edle, warme, metallische Struktur. Das ist in einem ganz bestimmten Verfahren erzeugt und macht die Uhr halt sehr edel, nobel, ohne jetzt protzig zu sein. Zwei Fragen, die ich jetzt mal nicht in der normalen Reihenfolge mache, weil es hier gerade reinpasst. Ablesbarkeit bei Nacht. Sieht für mich so aus, als wären die Zeiger mit Leuchtmasse belegt. Auf dem Blatt kann ich es aber nicht sicher sagen. Also die hat keine Leuchtmasse dran. Das heißt, wenn es stockdunkel ist, ist sie tatsächlich nicht ablesbar. Oder, Holger, ich glaube, die ist ohne Sublimnova, gell? Ja, genau. Also könnte man mal drüber nachdenken, weil bei der lässt sich das relativ leicht realisieren mit der Leuchtmasse. Ist ein guter Hinweis. Werden wir mal vorsehen, weil bei der Uhr lässt sich dieses weiße Superluminova sehr gut aufbringen. Bei der anderen, also bei der weißen, die schwarze Zeiger hat, ist das natürlich naturgemäß schwieriger. Aber bei der ließe sich das machen. Also können wir vorsehen. Ich gebe das mal an den Meier weiter. Dann werden wir das in Zukunft mal testen und wenn es funktioniert, können wir das in die Serie aufnehmen. Eine ganz konkrete Frage. Ja, sind Sie? Klares Ja. Also wir sind auf der Watchtime Düsseldorf von Donnerstag bis Sonntag. Also gerne vorbeikommen. Super. Wir haben alle Uhren da und können uns gerne auch persönlich unterhalten. Wir freuen uns. Hingehen, anfassen, Fragen stellen. Mir gefällt die nach oben zulaufende Lünette. Ich vermute, Peter, du meinst die abgeschrägte Lünette beziehungsweise die sehr breite Phase oder meinst du den Boden? Weil die Formensprache der Botter-Uhren ist eine ganz besondere und da lohnt es sich, in mehreren Blickwinkeln darauf einzugehen. Ja, also beides ist richtig. Die Lünette oben, also dieser Ring um das Glas, ist leicht angeschrägt und nimmt quasi die Wölbung des Zifferblattes auf.
Dadurch wirkt die Uhr deutlich eleganter, ist auch besser zu tragen, ist schonender zu hemden. Und die Schrägung an der Seite ist ganz wichtig für den Tragekomfort, weil sie, wenn man das Handgelenk bewegt, Freiraum lässt für die Hand und für den Arm. Also man spürt es direkt, die Uhren tragen sich quasi ohne zu zwicken und ohne zu drücken. Der Herr Baumgart kann das bestätigen, der hat die schon selbst getragen und das bestätigen uns auch unsere Kunden immer, der Tragekomfort ist top. Da legen wir auch ganz besonderen Wert drauf. Das ist für uns auch so angewandter Funktionalismus im Sinne des Kunden. Ich habe ja mehr als eine Uhr von Ihnen und kann wirklich bestätigen, die trägt sich super. Auch dafür hatten Sie mir Bilder geschenkt, geschickt. Also hier sieht man auch, dass die Geometrie von den Uhren schon sehr ausgeklügelt ist. Also Sie sehen zum Beispiel so eine leicht sphärische Wölbung von der Unterseite, die sich dem Arm anschmiegt. Dann dieser Rücksprung, der Freiraum gibt für den Arm. Also es ist alles sehr ausdesignt. Also unsere Uhren, behaupte ich, kann man von vorne gut ansehen, man kann sie von hinten gut ansehen und man kann sie auch von der Seite schön anschauen. Wir nennen es auch Architektur fürs Handgelenk, weil die Uhren auch wirklich so einen architektonischen Anspruch wie eine Brücke fast erfüllen. Das ist auch ein Anspruch von uns, dass wir nicht einfach nur ein Uhrwerk in ein Gehäuse einbauen, sondern das Gehäuse selbst muss hohe gestalterische und architektonische Ansprüche genügen. Also ich kann bestätigen, ich habe eine Uhr von Ihnen mit 44 mm Durchmesser und die trägt sich vom Komfort her an meinem Arm locker wie 40 oder 39 mm, weil sie durch diese spezielle Bauart bei keiner Bewegung auch nur in die Nähe kommt, ins Handgelenk zu drücken, weil einfach der Gehäuseboden, die rechteckige Form sehr viel schmaler ist. Ich habe es nicht nachgemessen, aber ich würde sie auf 35, 36 mm, wenn es hochkommt, schätzen, knapp breiter als das Werk. Und das ist die Auflagefläche auf den Arm und den Rest spürt man am Arm nicht, weil er eben freischwebend über dem Arm ist. Und das macht die Uhr unglaublich komfortabel am Arm, zumindest an meinem Arm. Es kommt noch dazu, dass wir eben oft Titan verwenden und Titan mit seiner Dichte von 4,5 ist ein sehr leichtes, aber auch sehr widerstandsfähiges Material. Damit aus meiner Sicht auch ein ziemlich ideales Uhrenmaterial. Man sieht es auch hier, Titan hat nicht nur super Trageeigenschaften, sondern ich finde, es sieht einfach super toll aus. Und wir haben das versucht, konsequent in diesen Uhren umzusetzen, mit dieser schönen, warmen Titanfarbe in Verbindung mit dieser Lasergravur, auch mit der Sondergravur auf dem Rotor. Also bei uns hört das Design vorne am Zifferblatt nicht auf, sondern man könnte die Uhr, behaupte ich, einfach auch mal rückwärts anziehen. Bei uns geht das Design auf der Rückseite auch weiter. Gerade noch eine ganz konkrete Frage. Welchen Durchmesser hat die Dresswatch? Ich weiß jetzt nicht genau, auf welche Uhr du dich beziehst, Peter, weil bei Botta sind nach meinem Geschmack und nach meiner Einschätzung alle Uhren absolut bürotauglich. Durchmesser, liege ich falsch, wenn ich sage, zwischen 36 und 44 mm haben Sie alles im Portfolio? Also wir haben prinzipiell, wir haben zwei bis drei Größen. Es gibt die 45er Automatikuhren im Bereich der 24-Stunden-Uhren. Die 12-Stunden-Uhren haben einen Durchmesser von 44 mm. Und jetzt neuerdings haben wir die 24-Stunden-Uhren auch in 40 mm. Zusätzlich gibt es auch Quarzuhren bei uns, die haben dann auch eben 44, 45 oder 40 mm. Automatikuhren bisher immer sehr groß gewesen, 44 bis 45 mm. Jetzt eben die neue Variante auch mit 40 mm. Der Herr Driehaus, der holt jetzt gerade mal zwei Uhren mit genau unterschiedlicher Größe. Also die eine ist schwarz PVD beschichtet, aber ansonsten sind die Uhren völlig identisch bis auf die Größe. Links ist die große 45er und rechts ist die 40er. Und das macht schon einen gewaltigen Unterschied. Wir sind bei der 40er auch so an die Grenzen gegangen, was bei der Geometrie technisch noch geht, um dieses Uhrwerk einzubauen.
Und da sind wir, glaube ich, auch schon beim nächsten Thema. Die Besonderheit, dass unsere Uhren auch nicht so groß wirken, wie die Zahl vermuten lässt. Ich würde gerne noch mal kurz zurückgehen, weil wir hatten zu dem Bild hier noch eine ganz konkrete Frage, was die Bandbefestigung betrifft. Denn hier ist ja ganz auffallend, dass es anders aussieht, als man gewöhnt ist von Uhren mit nach außen abstehenden Hörnern. Also die Uno 24 hat einen Bandanstoß, der teilweise unter dem Gehäuse liegt. Vielleicht kannst du mal eine Uno noch daneben legen. Bei der Uno ist sogar der Bandanstoß komplett in die Uhr integriert. Das heißt, die Bänder sind komplett unter das Gehäuse integriert. Also auch der Drehpunkt liegt unterhalb der Gehäuse. Du kannst auch gern, Holger, eine Uno und eine Dress 24 mal nebeneinander legen, dann sieht man auch die Unterschiede. Also hier sieht man sehr schön, das Band oder der Bandanstoß ist quasi Teil des Gehäuses. Das heißt, es steht überhaupt nichts raus. Bei der Uno 24, das ist die linke Uhr jetzt, da haben wir eine Unterkonstruktion, die ein bisschen rausragt, wobei wir haben es nachgemessen, die Hörner tatsächlich also weniger weit rausragen, also diese Lug-to-Lug. Messung ragt weniger raus als das Gehäuse. Das heißt, die bleiben noch unterhalb der 45 bzw. 40 Millimeter. Sieht man auch in der Seitenansicht jetzt ganz schön. Das Ja. heißt, Könnt ihr die noch mal Gehäuse das gehen Band abknicken sehr und von oben zeigen? platzsparend um und eignen sich dadurch auch, dadurch, dass sie sehr früh nach unten abknicken können, für kleine Handgelenke. Also auch selbst für Frauen. Also meine Frau zum Beispiel trägt eine 44er Automatik, gut, die ist 1,80 Meter groß, auch nicht so ganz klein, aber das sieht top aus und 40 mm lässt sich auch bei durchschnittlich großen Frauen tragen oder auch bei relativ schlanken Männerhandgelenken. Also da haben wir eigentlich nie den Fall, dass die Uhr zu groß ist. Kommt gerade noch eine ganz konkrete Frage rein. Metallarmbänder bei den geraden Anstößen würde es sich ja anbieten, weil man keine integrierten, separaten Anstöße fertigen lassen müsste. Ja, genau. Also wir haben auch tatsächlich zwei Metallarmbänder, die haben wir auch ganz speziell ausgewählt. Das eine ist ein Gliederband und das andere ist ein Milanesband, beide auch in absoluter Top-Qualität. Das Gliederband zeichnet sich dadurch aus, dass die Segmente absolut rechteckig sind. Die Verzahnung findet unten statt. Das heißt, in der unteren Hälfte des Bandes findet die Verzahnung statt. Oben habe ich dann diese schöne rechteckige Struktur. Also hier auch wieder maximale Ordnung im Armband. Man sieht den Band, Sie sehen es ja, der Verschluss ist super integriert. Du kannst vielleicht gerade mal aufklappen, dann sieht man auch die Butterfly-Schließe. Also wir achten auch bei den Bändern auf absolute Top-Qualität. Und das Schöne an dem Band ist, dass die zwei Bandhälften nahtlos, wirklich absolut nahtlos und fugenlos aneinander passen und dadurch einen sehr schönen Bandverlauf ergeben. Ja, und zum Zweiten haben wir noch unser hochwertiges Milanesband, auch ausgewählt in entsprechender Stärke, die genau zu unseren Uhren passt, mit einem gewissen Einstellbereich. Wir bieten es auch in zwei Längen an. Es gibt ein längeres und ein kürzeres. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, über diese Glieder dann eine Feineinstellung vorzunehmen. Der Holger Driehaus macht gerade noch mal die Schließe auf. Ist auch in Deutschland produziert. Wirklich Top-Qualität, super gefinisht. Unter uns gesagt, das ist auch ein Band, was die absoluten Nobelmarken verwenden. Und ich kann bestätigen, die Qualität ist wirklich top. Ich kenne zwei deutsche Hersteller, die diese Art von Bändern machen und ich hatte beide schon und muss sagen, wenn es diese Bänder sind, dann sind die wirklich sehr massiv, was man auch am Gewicht merkt. Sie sind auch relativ dick und nicht so ein dünnes Zeug, wo dann die Drähtchen rausstehen und irgendwann wehtun und in den Händen hängen bleiben. Also das Ja, ist genau. schon. Also gerade im Bereich Milanesbänder gibt es riesen Qualitätsunterschiede und da lohnt sich es wirklich, ein gutes Band sich zu kaufen, sonst hat man da nur Ärger damit. Aber die sind wirklich quasi alle von Hand gefinisht und wirklich top, laufen auch schön weich, schön harmonisch.
Passen auch gut zu unseren Uhren. Der Holger Driehaus hat es gerade mal an einer UNO-Automatik gezeigt. Da passt das auch sehr gut. Also wenn jemand eine Vorliebe für Metallbänder hat, die beiden Bänder passen tatsächlich sehr gut an unsere Uhren. Was mir bei dem Band wirklich gut gefällt, das ist, dass es von außen ein bisschen aussieht wie so ein altes Flexband aus den 70er Jahren, ohne die Nachteile, dass es die Armhaare mördert. Ja, das stimmt. Gibt es ja auch in Schwarz, ne? Ja, genau. Die Bänder gibt es übrigens auch in Schwarz. Also wenn jemand tatsächlich ein schwarzes Gehäuse hat, dann kann er auch das Band von uns PVD beschichtet bekommen. Also PVD ist eine ganz besonders harte Keramikbeschichtung aus Titan, Carbid zum Beispiel. Und dann passt die Farbe vom Gehäuse ganz genau auch zur Uhr. Da sieht man jetzt auch übrigens ein Jubiläumsmodell. Das war das Jubiläumsmodell zum 30-jährigen Jubiläum von der UNO. Mittlerweile ist es schon 35 Jahre am Markt. Übrigens die erste Einzeigeruhr auf dem Markt. Die anderen kamen alle später. Das können wir mit Fug und Recht behaupten. Und die UNO war im Jahr, jetzt muss ich überlegen, wann war das? 2017. 30 Jahre alt, mittlerweile ist sie tatsächlich 35 Jahre alt. Es gibt auch noch ein 35-Jahres-Jubiläumsmodell. Das könntest du vielleicht auch noch mal zeigen. Ganz kurz nochmal die eine Uhr bitte. Das Gegengewicht des Stundenzeigers hat hier eine andere Form als bei der 24-Stunden-Uhr. Ja. Ist das einfach Evolution des Designs oder ist das bestimmten Produktlinien vorenthalten, dass auch das Gegengewicht anders geformt ist? Ja, also bei uns ist ja nichts dem Zufall überlassen. Also ich finde, bei der UNO-Automatik passt genau dieser super schlanke Zeiger perfekt zu der Uhr. Bei der UNO 24, die hat ja noch einen dünneren Zeiger und dann auch ein entsprechend massives Gegengewicht. Also ich finde, beides hat eine sehr eigentümliche Form und ist sehr markant für die Uhren. Und wir wollen es auch nicht zu einfach machen, dass wir sagen, wir machen immer den gleichen Zeiger dran, sondern wir versuchen auch für jede Uhr genau die richtige Zeigerform zu finden. Und das ist bei der UNO eben dieser sehr schlanke und bei der anderen eben der super schlanke mit dem etwas größeren Gegengewicht. Okay, Also also ganz Sie waren ja schon mal bewusst. bei uns, Herr Baumgart. Ich habe Ihnen ja schon mal gezeigt, wie viel Zeit wir in die Zeigerentwicklung und Zifferblattentwicklung stecken. Das ist wirklich gigantisch, aber da kommt es wirklich auf jeden hundertstel Millimeter an. Das verändert die Uhr Ja. total. Jetzt Also sehen Sie wirklich auch die ganz. Jubiläumsvariante, und zwar die weiße. Die gibt es auch noch mit Schwarz und Zifferblatt. Das ist die Jubiläumsuhr zum 35-jährigen Jubiläum. Ich habe gerade eine Frage eingeblendet. Anschlussbreite immer 22 mm. Ich würde die Frage gerne um einen Punkt erweitern, gerade weil wir es hier auch sehen. Es ist nicht sehr viel Platz beim Anstoß, zumindest weniger, als wenn die Hörner außen vor stehen würden. Wie ist Ihre Erfahrung mit dickeren Bändern bzw. dickeren Umschlägen am Band? Und natürlich auch die Frage, ob Sie standardmäßig immer 22 Meter Anstoß haben oder ob Sie auch andere Bandanstöße haben. Okay, kann man ganz einfach beantworten. Unsere großen Uhren, also die 44er und 45er, haben einen 22er Anschluss. Die 40 mm haben einen 20 mm Anschluss. Und zur Frage der Banddicke, das ist normal überhaupt kein Problem, außer die Bänder sind jetzt extrem dick, dann kann es manchmal eng werden, aber da muss es schon extrem dick sein. Und das würde wahrscheinlich dann auch zu unseren Uhren nicht passen. Aber in unsere Bandanstöße passen prinzipiell Standardbänder rein. Super. Also es füllt den Anschluss ja komplett aus, aber ich habe gesehen, sie hat noch ein Vintage-Lederband dran mit der roten Kontrastnaht. Das ist ja auch ein etwas kräftigeres Leder und kein so ein ganz zierliches. Insofern passt das, glaube ich, ganz gut. Du kannst doch mal die Bänder an sich zeigen, Holger. Also nur die rein isolierten Bänder. Wir zeigen Ihnen gerade mal so ein paar Lederbänder. Also wir haben diese beiden Metallbänder, die Sie gerade gesehen haben. Und daneben gibt es noch vier verschiedene Lederbänder.
Also was jetzt sichtbar ist, das ist unser Bio-Lederband. Das ist ein vegetabil gegerbtes Lederband, super weich. Sieht ein bisschen aus wie das Sattellederband, ist nur deutlich weicher und etwas dünner. Also für Leute, die sehr weiche Lederbänder mögen, ist das Bioband eine absolute Empfehlung. Wir liefern das auch mit einer Edelstahlschließe bei den Edelstahluhren und mit einer Titanschließe natürlich bei den Titanuhren. Das Band habe ich selber, kann das ich wirklich nur empfehlen, ist super angenehm am Arm. Schauen wir mal, das ist jetzt die etwas kräftigere Variante, das ist das Sattellederband. Das ist aus einem Stück, ähnlich wie das Biolederband, aus einem Stück Leder geschnitten. Sehr haltbar, sehr kräftig, ist ein bisschen störrischer als das normale Bioband. Auch mit der Naht sehr gut verarbeitet. Ich trage das selbst, also super robust und langlebig. So, dann haben wir noch unser Standardband. Das ist ein dreilagig aufgebautes Lederband. Das hat oben eine Nappa-Deckschicht, in der Mitte eine Zugentlastung und unten ein ungefärbtes und absolut hautfreundlich gegerbtes Innenleder. Ist auch in einer sehr guten Qualität, ein ganz, ganz schlichtes Band. Und dann haben wir noch zu guter Letzt ein Kautschukband. Kautschuk ist ein Naturprodukt, speziell für Leute, die viel schwitzen, die auch gern so ein Band nicht allzu oft wechseln. Das Kautschukband ist sehr langlebig, wasserfest, auch gegen Schweiß und sieht auch sehr gut aus. Gerade an Uhren wie der Clavius wirkt es in seiner perfekten Form auch sehr gut. Was noch eine Besonderheit an dem Band ist, ist unten die konkave Form. Du kannst es vielleicht auch noch mal zeigen, auf der Unterseite. Also das Band ist gewölbt und begünstigt dadurch auch die Atmung. Mhm. Auch alles immer sehr, sehr. Sie haben den Hirsch, den Hersteller ja gerade eingeblendet und das Hirsch pur. In dem Fall ist der Name sichtbar, ja, genau. Die machen Top-Couch-Bänder. Ist, glaube ich, ein sehr bekanntes Band und wer es schon am Arm hatte, der kennt auch den Tragekomfort dieses Bandes. Und was an dem Band auch schön ist, es hat einen Schnellwechselverschluss, das heißt, man kann innerhalb von 2 Sekunden das Armband wechseln. Geht ruckzuck. Passt gerade hier rein, Kautschukband, stellt sich natürlich sofort die Frage nach Einsatz bei sportlicheren Gelegenheiten, Schwimmen und sonst irgendwas, sind zumindest die Gelegenheiten, wo ich Kautschukbänder trage. Ihre Uhren haben im Augenblick 5 Bar Wasserdichtigkeit. Gibt es da irgendwelche Pläne, gegebenenfalls auch in die Bereiche einer etwas höheren Wasserdichtigkeit zu gehen? Also wir haben das tatsächlich schon oft diskutiert mit unseren Herstellern. Die Aussage ist immer die gleiche. Unsere Uhren haben 5 Bar Wasserdichtigkeit, die ist auch geprüft. Das ist ein sehr vernünftiger Wert, mit dem man im Alltag bestens zurechtkommt. Man kann prinzipiell auch duschen. Vom Schwimmen wird absolut abgeraten. Wenn ich in die nächste Stufe gehe, nämlich 10 Bar, dann muss die ganze Uhr komplett umkonstruiert werden. Das heißt, wir müssen das Glas noch dicker machen, wir müssen die entsprechenden Dichtungen dicker machen, wir müssen den Gehäuseaufbau größer machen. Wir bräuchten, wenn wir das seriös anbieten wollten, eine verschraubte Krone. Das heißt, die ganze Uhr wird deutlich mächtiger. Und das war genau der Grund, weswegen wir uns dann dagegen entschieden haben, weil wir eben unser Design, unser schlankes, leichtes Design eben nicht der Wasserdichtigkeit opfern möchten. Und also ich kann jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ich habe überhaupt kein Problem, die Uhr abzulegen beim Duschen. Ich ziehe sogar meine Kleider aus beim Duschen. Also da habe ich kein Problem. Beim Schwimmen ziehe ich die Uhr auch aus. Wenn jemand, was ich auch verstehe, beim Schwimmen eine Uhr tragen möchte, dann gibt es da natürlich andere Uhren, Sportuhren, die machen das auch mit. Aber unsere Uhren sind, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen zu fein, als dass wir sie jetzt irgendwie zum Sport oder für richtige Outdoor-Aktivitäten einsetzt. Ja, es ist ja auch absolut fair und legitim, wer robuste, um es mal auf Deutsch zu sagen, Werkzeuguhren oder Toolwatches macht, der macht die eben nicht für die Verhandlungen auf der Chefetage im Dreiteiler, sondern
für Sport, Surfen, Tauchen. Und bei ihren Uhren sind die Einsatzzwecke eben genau andersrum. Ja, genau. Und eine ganz konkrete Frage. Nee, das meinte ich gar nicht. Das weiß ich selber. Falschschließer an Lederbändern macht das Band natürlich dicker, aber manche Ja. mögen das sehr gerne. Geht. Also es gibt Faltschließen, die kann man wirklich an die Lederbänder anschließen. Sieht auch gut aus. Kombiniert einfach Lederband mit Faltschließe. Da gibt es Lösungen. Ich glaube, wir können das sogar besorgen auf Anfrage. Da will ich jetzt nicht zu viel versprechen, aber ich habe es schon gesehen bei uns. Ich habe noch zwei Themen bei mir auf der Liste, über die wir vorher gesprochen haben, da wir aktuell bei Design und Gehäuseformen sind. Wollen wir uns den Vergleich des aktuellen Gehäuses mit dem älteren Gehäuse angucken und da nochmal die Dimensionen vergleichen? Ja, genau, das ist ein ganz spannender Vergleich. Der hat sogar mich überrascht, muss ich sagen. Also ich vergleiche jetzt eine moderne Botta-Uhr auf der linken Seite mit einer historischen Botta-Uhr auf der rechten Seite. Manche werden es vielleicht noch kennen, die Titan 1, eine unserer erfolgreichsten Uhren überhaupt, habe ich damals entworfen im Jahr 1993. Und das ist eine ganz kleine Uhr. Damals waren die Uhren sehr klein. Das war auch eine explizite Damenuhr. Die hat einen Durchmesser von 28 Millimetern und hat jetzt im Gegensatz zu der Uno 24 sehr ausgeprägte Bandanstöße. Und die hat tatsächlich einen Lack-to-Lack-Abstand von 33,5 Millimeter. Unsere 40 Millimeter Uhr hat 35 Millimeter, also nur 1,5 Millimeter mehr, obwohl die Uhr vergleichsweise riesig ist gegenüber der anderen. Und das zeigt auch, die linke Uhr verhält sich nicht so sehr viel anders als die rechte Uhr, obwohl sie viel, viel größer ist. Und das unterstreicht nochmal diesen Punkt, dass unsere 40 mm Uhren auch wirklich sehr gut für kleine Handgelenke funktionieren. Ja, also ich fand das auch sehr erstaunlich, weil rein von der Optik her ist das ja eine kleine Uhr. Das kann man gar nicht anders sagen, aber von der Auflagefläche her verhält sie sich nahezu identisch mit der, die dagegen doch signifikant größer ist. So, mehr brauche ich keine Uhr. Im Schwimmbad hängt einer der Wand, 5 Bar reichen. Das habe ich ganz oft gehört und trotzdem wünsche ich mir immer mehr als 5 Bar, aber das ist mein persönliches Problem. Und dann habe ich noch ein Thema. Sie haben Uhren aus Stahl, Sie haben Uhren aus Titan und bei Titan schreiben Sie Trititan. Das kann, glaube ich, nicht jeder direkt einordnen. Ja, genau, das kann ich verstehen, weil Trititan ist auch eine typische Botta-Bezeichnung. Und zwar haben wir uns entschlossen, drei verschiedene Titansorten zu verwenden. Das hat zwei Gründe. Zum einen können wir die Titansorte genau dem Verwendungsbereich anpassen. Also unsere Gehäuse sind ja dreiteilig. Das heißt, es gibt oben eine Lünette, die ist aus einer besonders widerstandsfähigen Titanlegierung, sehr hart, sehr robust. Die mittlere hat eine extrem hohe Festigkeit und die untere, also der Ring um das Saphirglas, ist rein Titan, also das Maximum an Allergiefreiheit, was man erzielen kann. Und es hat auch noch also neben diesen spezifischen Eigenschaften hat es noch einen weiteren Vorteil. Titan hat nämlich die Eigenschaft, jetzt wird es sehr technisch, aber es ist nicht ganz unbedeutend. Titan reicht, wie sagt man, tendiert zur Materialdiffusion. Das heißt, wenn Gewinde aus Titan verschraubt werden, dann kann es im Laufe der Zeit passieren, dass die über Materialdiffusion quasi verschweißen. Das heißt, dass die immer schwerer aufgehen. Und dadurch, dass wir drei verschiedene Titansorten verwenden, vermeiden wir diesen Effekt, weil die Molekülstruktur, also die Atomstruktur von diesen Titangefügen, passt nicht hundertprozentig zusammen und dadurch tritt diese Materialdiffusion nicht auf. Das heißt, die Gehäuse kann man jederzeit dann wieder auseinanderschrauben. Also das ist so ein kleiner technischer Nebeneffekt, der aber dann, wenn die Uhr langlebig ist, wie unsere Uhren eben sind, also wir haben Uhren, die sind 30 Jahre alt,
dann ist es ja immer schön, wenn man sagen kann, okay, auch nach 30 Jahren kriegt man die Uhr noch problemlos auf. Das sind zwei Vorteile, die wir durch diese drei Titansorten in unsere Uhren einbauen. Und das entspricht auch unserer Philosophie, das entspricht auch unserer Vorstellung von Umweltfreundlichkeit. Wir legen Wert auf Langlebigkeit, weil ein langlebiges Produkt ist das Beste, was wir unserer Umwelt antun können, weil es einfach länger hält, es wird weniger oft ausgetauscht. Für uns ist das wirklich ein sehr aktiver Beitrag zum Umweltschutz. Zu der Materialdiffusion nochmal laienhaft ausgedrückt, ist es dann so, als würden die beiden Teile aneinander kleben, also ineinander übergehen, oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau, so ähnlich können, also Sie kennen das vielleicht, wenn Sie Eiswürfel haben, haben zwei eiskalte Eiswürfel, halten die zusammen, dann kleben die im Laufe der Zeit aneinander, weil die Molekülstruktur von den Wassermolekülen sich verbindet und eine Kristallstruktur aufbaut. Okay, ich hatte jetzt an Einweggummis gedacht. Bitte? Ich hatte jetzt an Einweggummis gedacht, wenn die zu lange aufeinander liegen, dann kleben die auch und dann kriegst du nicht mehr auseinander. Ja, genau. Also es ist tatsächlich ein ähnlicher Effekt und dem kann man eben begegnen, indem er unterschiedliche Legierungen nimmt. Wobei die Titansorten sind quasi alle rein Titan. Es ist ein minimaler Zusatz an Dotierungsstoffen. Also man nennt es dann nicht Legierung, sondern Dotierung. Das heißt, es wird ein ganz kleiner Eintrag von anderen Atomsorten in das Atom, Gefüge eingebracht. Und dann ändern sich auch schon die Eigenschaften vom Titan. Okay, also es geht hier nicht darum, Titan Grad 2 oder Titan Grad 5, sondern es sind andere Legierungen. Ja, das hängt schon damit zusammen. Also die Grade 2, Grade 5 und so, das sind andere Titanlegierungen. Ja. Okay. Das geht in die Richtung, ja. Susanne Wenzberg freut sich drauf, Sie in Düsseldorf zu sehen. Ich werde es leider nicht nach Düsseldorf schaffen dieses Jahr. Aber ich bin gespannt, was nachher erzählt wird. Denn ich glaube, dass es da unglaublich viel Informatives zu sehen gibt. Roger, danke dir. Wir haben uns auch Mühe gemacht, es interessant zu gestalten. Das darf ich ganz ehrlich sagen. Okay, freut mich. Zu meiner Eingangsfrage, Farbgestaltung der Ziffernblätter. Oh Jörg, die habe ich, glaube ich, übersehen ganz am Anfang, die Frage. Da gucken wir noch mal ganz am Anfang hin. Farbpalette, das war es hier. War das deine Frage? Ja, ne? Wir haben dunkle Ziffernblätter gesehen, wir haben zweifarbige Ziffernblätter gesehen und helle Ziffernblätter. Spielen Sie mit dem Gedanken, auch in die breitere Farbpalette zu gehen, so wie das viele Uhren machen, die jetzt Pastelltöne haben oder auch Bronze. Braune Uhren sind im Augenblick auch immer mal wieder zu sehen. Oder sagen Sie, das Feld überlassen wir anderen und bleiben bei unserem klassischen Design? Ja, also das würde ich so unterschreiben. Also wir sind nicht die Modemarke, sondern wir sind so eher die geradlinige Marke. Bei uns gibt es helle Uhren, dunkle Uhren mit Akzentfarben, aber da sind wir sehr wählerisch, was wir da nehmen. Also wir beschränken unser Farbspektrum wirklich ganz bewusst. Also dieser Purismus ist uns schon wichtig. Bronze, Kupfer wird es bei uns nicht geben. Vielleicht einen warmen Grauton, das kann ich mir schon vorstellen, aber unsere Uhren werden immer eher unmodisch und zurückhaltend sein, weil das ist nämlich auch so eine Sache mit, wenn Sie jetzt in Bronze oder in Kupfer oder so gehen, das sind Modefarben, so eine Uhr wird nicht 30 Jahre gestalterischen Bestand behalten. Also wir haben tatsächlich Kunden, die haben Unos, die sind 30 Jahre alt und die sehen immer noch gut aus. Also die haben zwar tragische Uhren, aber die Uhr sieht immer noch zeitlos modern aus. Und das erreichen wir auch dadurch, dass wir modische Attribute bewusst weglassen. Also wir sind da von der Farbgestaltung tatsächlich zurückhaltend. Umso höher müssen wir dann die grünen Akzente werten, die ich auf der Uhr gesehen habe. Die machen eben den Reiz aus. Also sonst wäre es zu langweilig. Ich finde, wie ich es vorhin vielleicht beschrieben habe mit dem Farbgewicht, so eine gewisse Akzentfarbe verschafft der Uhr auch so einen gewissen Pep, ohne dass sie bunt oder modisch wird. Das ist so unsere Form von Farbgestaltung, die wir unseren Uhren
für angemessen erachten. Ah, da kommt eine meiner Lieblingsuhren, die muss ich doch direkt nochmal zeigen. Das ist, entschuldigt bitte, dass ich so ausdrücke, das ist eine dermaßen endgeile Uhr. Die ist wirklich super. Ja, das ist das Modell Clavius. Das Modell Clavius ist auch eine normale Dreizeigeruhr. Allerdings ist sie eben nicht ganz normal, sondern durch ihr besonderes Anzeigeprinzip eben auch eine außergewöhnliche Uhr und damit eine typische Botta-Uhr. Du kannst sie vielleicht gerade nochmal einfach gerade hinlegen, da kann man das ganz schön bewundern mit dem Zeiger. Wir haben einen Stundenzeiger, das ist diese etwas kräftigere Raute. Wir haben dann den Minutenzeiger, das ist das spitze Dreieck. Und der Sekundenzeiger ist ein ganz normaler Stundenzeiger, der 8 Bewegungen in der Sekunde macht, aber in Abstimmung mit der Matrix, unter der er durchläuft, ergibt er diesen ganz besonderen Effekt, wo man jetzt das Gefühl hat, interessant. Den läuft wieder weiter und dann um 3 Uhr durchläuft er dann unser Logo. Also da ist ein bisschen mit so einer optischen Täuschung gespielt und das gibt der Uhr halt auch einen ganz besonderen Reiz. Ich mag es ja auch sehr gern. Ja, also die ist absolut genial gemacht, mit einem fließenden Sekundenzeiger eine springende Sekunde optisch simuliert. Absolut super. Ist jetzt auch mit dem schwarz beschichteten PVD-Gehäuse zu sehen. Die Uhr sieht in Wirklichkeit noch deutlich brillanter aus. Die hat auch dieses perlgestrahlte Zifferblatt, was so eine dreidimensionale Metallic-Effekt ergibt. Die gibt es auch noch mit einem Edelstahlgehäuse, also stimmt, richtig, genau, das ist die Nova, auch eine Einzeigeruhr, das ist, wie wir sagen, die Einzeigeruhr für Fortgeschrittene, die hat nur einen Stundenzeiger und keine genauere Einteilung, das ist für Leute, die wirklich das, aufs Ungefähre oder mit dem Ungefähren leben können. Man sieht auch wieder die Nova schön habe ich ja auch. Dreidimensionalen Druck, der Uhr auch so eine Plastizität und Wertigkeit gibt. No, das wäre jetzt so nach der Uhrzeitanzeige kurz nach 8, also die perfekte Urlaubsuhr. Also ich ziehe die immer gerne im Urlaub an. Die Nova habe ich ja auch und ich wollte sagen, es ist für mich eigentlich eine Wochenenduhr. Ja. Also für einen Arbeitstag reicht mir die Schätzung nicht. Aber Wochenende, wo es nicht auf eine Viertelstunde ankommt, reicht das locker. Aber wenn es dann darum geht, ob man sich in eine Telefonkonferenz um 3 oder 20 nach 3 einwählt, das macht schon einen ziemlichen Unterschied. Genau. Clavius finde ich auch super. Ja, kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Das freut mich. Also wir freuen uns auch wirklich, wenn Sie uns in Düsseldorf besuchen. Also Sie treffen uns alle drei und meine Frau auch noch. Also wir sind mehr oder weniger zu viert auf der Messe und immer gern für Fragen bereit. Sehr schön. Auf meiner Liste habe ich nichts mehr stehen. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Wenn ihr im Chat noch Fragen habt, schreibt das gerne rein. Wir können das mit großer Wahrscheinlichkeit jetzt und hier klären oder aber ihr wartet einfach noch 3 Wochen, geht nach Düsseldorf und klärt es im direkten Gespräch. Das ist, glaube ich, beides gleich interessant. Vielleicht noch eine Frage, weil es mir hier gerade auffällt und ich weiß, dass es eine Bedeutung hat. Die Gehäuseformen sind doch hier leicht unterschiedlich. Bei der rechten stehen die Hörner etwas über, bei der anderen nicht. Und ich weiß, dass bei Ihnen nichts zufällig passiert, sondern dass alles einer Logik folgt. In dem Fall ist es tatsächlich eine optische Täuschung. Die haben exakt das gleiche Gehäuse. Du kannst gerade mal umdrehen, Holger, dann sieht man auch, die Gehäuse sind okay, absolut baugleich dann, in dem Fall. Das täuscht dann ein bisschen an der Parallelverzerrung. Man sieht auch, dass die Hörner sehr wenig rausstehen und damit auch sehr wenig stören. Kann ich definitiv so unterschreiben. Ich glaube, es kommen keine Fragen mehr rein. Die ersten haben sich auch verabschiedet. Wir sind jetzt auch seit
tatsächlich 70 Minuten live. Das ist mein persönlicher Streaming-Rekord. Herr Roger hat noch eine Frage. Hat jede Uhr eine individuelle Seriennummer? Falls ja, kann man anhand dieser das Baujahr bestimmen? Also mittlerweile ja, mittlerweile haben sie Seriennummern. Früher hatten wir das nicht, aber dadurch, dass wir auch die Designunterschiede kennen, können wir schon ganz gut auch das Baujahr bestimmen. Okay, Sie können das, aber ein Käufer kann anhand der Seriennummer nicht ohne weiteres sagen, die Uhr ist nicht 10, sondern 20 Jahre alt. Das wird dann ein bisschen schwieriger, aber er kann uns ein Foto schicken und wir können ihm da weiterhelfen, weil wir entwickeln unsere Uhren ständig weiter. Das sind oft nur ganz kleine Designunterschiede oder Materialunterschiede, aber wir kennen die und wir können, wenn jemand da eine Frage hat, kann er uns gerne ein Foto schicken und dann können wir da eine Aussage machen. Super. Das ist gut zu wissen, denn gerade wenn man gebrauchte Uhren kauft und es nicht kontrollieren kann. Man sagt zwar immer, you buy the seller, aber manchmal sagt dann das Bauchgefühl was anderes als der Kopf und dann muss man halt eine Entscheidung treffen. Peter, danke dir. Freut mich, dass du das so siehst. mir hat es auch ganz, ganz viel Spaß gemacht. Wenn keine Fragen mehr kommen, dann denke ich, sind wir durch. Wenn euch noch irgendwelche Fragen einfallen, schreibt sie gerne in die Kommentarsektion unter dem Video, weil nach dem Livestream ist das Video ja noch abrufbar. Ihr könnt dann ganz normale Kommentare schreiben und entweder liest der Herr Botter mit und kommentiert selber oder ich reiche die Fragen durch. Ich denke, wenn noch Fragen hochkommen, dann wird ganz bestimmt keine Frage unbeantwortet bleiben. Okay, ja, auch vielen Dank von uns. Hat auch wirklich Spaß gemacht. Auch wenn es am Anfang technisch etwas holprig war, aber ich glaube, wir haben das ganz gut hingebogen. War noch eine schöne Veranstaltung, fand ich. Auch von unserer Seite vielen Dank an Sie, Herr Baumgart. Und auch vielen Dank an alle Zuschauer. Ich habe zu danken und wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Und ich verspreche euch, ich werde dieses Livestream-Format beibehalten, nicht wöchentlich, aber auch nicht mehr so selten wie in der Vergangenheit. Bis dahin, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf das, was kommt. Tschüss. Tschüss.